nochmal mit einem kräftigen Applaus für jeden Einzelnen, meine Damen und Herren. Marcel Bartsch-Ferry, Patrick Wolf-Rupeitz, Marcel Bartsch, Erfurt, Florian Ferno, Berlin, Patrick Kohl, Niederlande und ganz hinten Giuseppe Azzini, Schweiz. Noch im Kampf mit seinem Eidgenossen aus Berlin, aber der wird ihn fahren lassen. Bartsch kann sich nochmal befreien, Gessler hat aufgepasst, der Berliner bleibt an der Spitze. Noch fährt er auf Position 2, aber von hinten, da schiebt sich der gelbe Motor von Christian Dippel, dem Schrittmacher aus Bielefeld, dem Schrittmacher von Patrick Wolf und immer näher. Gerd Gessler, schauen Sie mal, der bläst ihn jetzt an. Der dreht den Oberkörper so, dass der Fahrtwind von unten auf die Brust von Marcel Kuban kommt und das kostet Kraft. Aber der Foster bleibt an der Rolle, der braucht sie hier, meine Damen und Herren. Natürlich weh. Der Berliner wehrt sich vehement, aber Kuban versucht es nochmal. Mit Lutz Weiß ist jetzt angenommen sein vom Kampf mit Kuban. Mal sehen, ob der Peitzer jetzt hier in Führung geht. Patrick Wolfrum, der ja schon viele, viele Jahre die Steherrennen in der Lausitz und überall fährt, immer im Finale der besten 8 deutschen Steher war er. Der Fischer stand. Heute früh hat er wieder einen ganzen Karpfen gefrühstückt, hat er gesagt, dass er hier gut fährt und der scheint ihm gekommen zu sein. Der Peitzer versucht jetzt hier an die Spitze zu fahren, aber schauen Sie sich den Berliner an. Der hält hier gegen Marcel Bartsch in seinem erst 5. Steherrennen. Da wird Azzini jetzt nicht drauf fahren. Vorsprung, den muss Ferno erstmal zufahren. Jetzt im Schnitt 8 km/h schneller Fahrt pro Runde, dass er da wieder rankommt. An dem muss er vorbei, wenn er hier gewinnen will. Kos wurde gestern Zweiter. Diese beiden fahren hier um den Gesamtsieg. Marcel Bartsch auf 3, Florian Ferno auf der 4, auf der 5 Marcel Bartsch, auf der 6 Marcel Kuban. Patrick Wolfram und auf der 8 der Tscheche Richard Faltus. Und jetzt kommt der Angriff. Jetzt kriegt er auf der Motor. Das Schweinchen unter den Pferden gibt Gas. Mit der Nummer 5 Marcel Bartsch, der Sohn des Friedenfahrtkapitäns Thomas Bartsch. Gestern war er nur 4. Das hat ihn geärgert. Gegen den Niederländer. Und jetzt scheint er hier vielleicht vorbei. Nein, der wehrt sich. Der ist noch nicht vorbei. Aber Kos, der hält gegen. Der scheint sich noch wehren zu können. Dahinter die Deutschen auf 3 und 4. An der Spitze das Niederlande gegen die Schweiz. Seine Windschatten zieht der Deutsche. Marcel Bartsch. Patrick Kos bekommt Besuch aus Erfurt. Die Nummer 5 gegen die Nummer 6. Für die Deutschen. Der Niederländer ist angeschlagen und die Deutschen führen den Angriff. Ideal gesetzt von Schrittmacher Carsten Bottlisch aus Berlin. Der im Jahr 1998 mit seinem Neffen Carsten Bottlisch ebenfalls wurde geschrieben. Europameister.
Respekt wird klappern, meine Damen und Herren. 13 Runden noch zu fahren. Können alle gewinnen, wenn sie hier nach vorne fahren. Marcel Barth scheint in Topform zu sein. Der Niederländer hat viel getan in den letzten Runden, aber vielleicht erholt er sich nochmal. Auch am Ziel, wenn er zu absteigt, aber Ferno kommt. Was für eine Spannung jetzt hier in den letzten Runden. Marcel Barth kann die Spitze halten. Florian Fahrer, der geht jetzt auf den Holländer drauf. Und ist vorbei. Der deutsche Meister ist auf 3. Und jetzt der Angriff von der Zini. 10 Runden noch zu fahren. Barth tut hier alles. Beschleunigt, der Niederländer scheint hier nichts mehr tun zu können. Der versucht alles, der weiß, wenn ich jetzt schwächele, dann kommt hinten der Ferno und der geht immer wieder. 5 Runden noch zu fahren. Deutschland oder die Schweiz. Und wir scheinen in den Angriff gehen. 4 Runden noch. 4 Runden noch zu fahren. Jetzt schlägt sie zu, die deutsche Sache. Erzählt ihnen mit Rennis. Von unten Barth in der Mitte der Schweizer, ganz oben.